Hi Babes, willkommen zurück auf meinem Kanal, schon wieder, zumindest für mich gerade. Ich habe gerade nämlich schon den ersten Teil sozusagen von meiner verzweifelten Aufholjagd der Make-up-Neuheiten geholt und das ist jetzt die sozusagen zweite Folge mit einem Buy or Buy. Diesmal ist es eher der April, zumindest so was ich gesehen habe von den Releases. Aber auf jeden Fall, ich habe sehr viele coole Produkte nach wie vor hier immer noch, die in der Richtung April rausgekommen sind. Und über die müssen wir jetzt natürlich reden. Mein Tee ist hier nach wie vor. Der ist jetzt nicht mehr ganz so hot, aber der Make-up-Tee ist es definitiv, weil da gibt es einige Produkte, die doch ein bisschen Aufmerksamkeit meiner Meinung nach verlangen. Dementsprechend bekommen sie auch meine Aufmerksamkeit. Deswegen, let's go with this buy or buy again for me. In der Hoffnung, dass es dann demnächst auch wieder aktueller ist. So, und im letzten Teil hatte ich schon angefangen mit der Birthstone Collection von The Age. Letztes Mal war der März, jetzt ist es der April und Diamond for April. An der Palette bin ich jetzt nicht mehr ganz so begeistert wie von der vom März. Ich finde die sehr süß. Sie wirkt sehr elegant, finde ich, durch dieses Schwarz und Silber, diesen Terrakotta-Ton. Aber ich muss auch sagen, ich finde, dass das ein bisschen zu viel Silber irgendwie ist. Also man hat diesen Stunning-Ton, man hat den Bling und den Diamond-Ton, also diesen Hauptsteinton. Und die, finde ich, sind da in der Shade dann tatsächlich zu ähnlich. Da fehlt mir so ein bisschen die Diversität, die man in der letzten hatte. Es ist für mich halt ein bisschen zu ähnlich. Die sind halt von der Texturierung anders, das verstehe ich schon. Die Farbe ist auch nicht komplett dasselbe. Aber ich finde es halt ein bisschen schade. Also ich finde, da hätte man sich irgendwie noch was dazu überlegen können. Vielleicht so ein helles Blau oder so, wie es bei der Chromarine von March war, glaube ich. Da gab es halt so ein bisschen mehr Varianz, die mir hier so ein bisschen fehlt. Was ich super geil finde, ist dieses glitzernde Schwarz. Dieses, was heißt das? Fearless, ja. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich muss auch sagen, dass dieser eine Swatch, der hier zum Beispiel auf der VH-Seite ist, der tut der Palette echt nicht gut. Also die ersten zwei Farben sehen sehr, sehr ähnlich aus und ich finde auch die dritte und die siebte, also wieder Stunning und Bling, sehen sehr, sehr ähnlich aus. Die müsste man mal überdenken, finde ich persönlich. Oder bearbeiten. Die Palette an sich, finde ich, sieht wieder sehr, sehr cool aus mit diesem typischen Edelsteinmuster. Ich finde, innen sieht die ein bisschen irgendwie aggressiv aus, weil diese Stacheln so gesehen, so alle so zum Bildschirm oder beziehungsweise zum Spiegel oder vom Spiegel weggehen, je nachdem, in welche Richtung man das gucken möchte. Aber ich finde, das wird so ein bisschen so, einfach dann. Mein persönlicher Liebling ist es definitiv nicht. Das war halt der von März. Nach wie vor, jetzt ist ja immer noch Mai, also es ist definitiv trotzdem immer noch die März-Palette, die ich immer noch am spannendsten und schönsten finde. Ich bin trotzdem ein bisschen positiv überrascht tatsächlich von der Palette, auch wenn ich sie jetzt nicht so hundertprozentig gelungen finde. Ich habe halt diese Übersicht gesehen, welche Steine für welchen Monat gedacht sind und dachte ich mir nur so, oh Gott, Diamant oder so. Es gibt ja auch irgendwie nochmal Perle. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall, da dachte ich mir auch schon so, oh je, das wird ja bestimmt sehr, sehr langweilig. Und das ist die Palette nicht. Sie sieht nicht langweilig aus, definitiv nicht. Ich finde nur, dass sie halt irgendwie noch einen Farbtupfer hätte vertragen können. Das ist meine Meinung. Würde mich mal interessieren, die Leute, die April geboren sind, wie findet ihr die Palette? Mögt ihr die? Das wäre ja wahrscheinlich für euch dann das Interessanteste. Eigentlich seid ihr dann ja die Hauptkonsument. Das wäre dann ja am interessantesten zu wissen, ob euch die gefällt. So, wenn mir schon mal gefallen sind, bin ich einer Sache hier nicht sicher, ob sie mir gefällt. Kann ich noch nicht so genau sagen. Und zwar geht es um House Laboratories. Es sind Lip Tints, so Lip Oils. So Oils zum Stainen. Ich bin mir nicht so sicher, ob mir die Farben gefallen. Ist irgendwie speziell, finde ich persönlich. Es ist irgendwie so ein Beereton, der, ich glaube, wie hier auf dem Bild man sieht, ist es für dunkle Lippen und Haut in Kombination sehr, sehr schön. Auf hellerer Haut und helleren Lippen gefällt es mir persönlich nicht. Das ist wieder dieses Pinky-Ding, was ich auf Lippen persönlich an mir zum Beispiel gar nicht mag. Deswegen wäre ich da komplett raus. Und die anderen Farben sind halt auch alle sehr rosa-stichig bis zu so einem ganz feinen Rosa, was eher ins Nudige geht. Da denke ich mir, gut, dann brauche ich den Stain halt auch gar nicht, weil da wird nicht viel passieren. Außer für mich so gesehen ins Negative. Das Einzige, was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist dieses Sheer Orange. Das finde ich sehr schön, weil das halt diesen rosa Schimmer, den die Lippen von Natur aus bei mir sehr, relativ stark haben, halt ein bisschen wegnimmt. Dementsprechend wäre das ein Produkt, was eher was für mich wäre, weil ich das wesentlich spannender finde. Was mich halt auch persönlich im Alltag eher ansprechen würde, was ich benutzen würde. Alles, was pink und beerig ist, ist für mich alltagstauglich nicht gedacht. Aber das ist zum Glück ja Geschmackssache. Ich gucke gerade, was kostest du denn? $24, das sind knapp nicht ganz 20 Euro. Ist natürlich auch schon eine Hausnummer.
für ein Lippenöl letztendlich. Aber gut, es ist House Laboratories. Das ist ja, ich glaube, die Marke von Lady Gaga, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und pflegend. Sehr leicht soll es auf den Lippen sein. Es soll, ja, die Farbe soll man wahrscheinlich aufbauen können, dadurch, dass es ja halt stained. Und wenn du wieder was drauf machst, stained es halt noch mehr so gesehen, wenn es eingezogen ist. Ja, und es ist duftstofffrei. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist natürlich ein großer Vorteil, was halt ganz viele nicht machen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Gerade so auf Lippen, da sind ja viele Leute, die das Problem haben, dass es dann so in den Rachen kriecht und dann sich da so festsetzt, was ja sehr unangenehm ist. Ich bin da jetzt nicht ganz so krass empfindlich, aber finde ich trotzdem eine gute Sache, weil Duftstoff brauche ich definitiv nicht. Apropos Sachen, die ich definitiv nicht brauche. Nein, das ist shady. Beziehungsweise weiß ich gar nicht. Hätte ich den Zugang dazu, würde ich es, glaube ich, echt überlegen zu kaufen. Und zwar gibt es jetzt mal wieder Colourpop. So kleine Vierer-Squads mit, ich weiß gar nicht, 6 Farben. Also 6 Farbrichtungen, sage ich mal, sehe ich jetzt hier. Die finde ich tatsächlich mal ganz schön. Die sind natürlich jetzt auch nicht, dass ich sage Knall, Boom, Bang, aber die sind sehr schön für Alltag und für Reisen auch gedacht, weil halt so ein Vierer-Squad ist und die sind sehr gut aufeinander abgestimmt, sodass man da trotzdem relativ vielseitig mitarbeiten kann. Man hat immer 2 Schimmer und 2 Matte, einen hellen Matten und einen dunklen Matten. Die Schimmer sind je nachdem dann immer zu dem einen Matten mehr abgestimmt. Also hast du da echt eine ganz gute Varianz, um schöne Looks zu zaubern, die sehr schnell gehen. Die Colourpop-Sachen, die kann man ja auch mal sehr gut verblenden. Die Pigmentierung ist gut. Und ich finde, das ist eine sehr angenehme Sache einfach, weil man die sehr schnell einfach mal in die Tasche stecken kann und man muss nicht viel mitnehmen und man hat trotzdem eine relativ gute Varianz. Und man muss wirklich sagen, der Preis ist wirklich einfach nicht zu toppen. Also ein so ein Quad kostet 9 Dollar. Das sind 7 Euro etwas. Das ist halt für 4 Lidschatten, die man so schnell einfach dann in die Tasche packt, kann die super aufeinander abgestimmt sind und gut zum Blenden und aufzubauen, ist echt richtig cool. Das finde ich mega geil. Also wie gesagt, gerade dieses Lila, das spricht mich total an. Finde ich super schön, aber auch diese generell, die ganze obere Reihe eigentlich finde ich super schön. Die unteren ist halt wieder sehr braun, das ist dann für mich tatsächlich ein bisschen zu basic, obwohl ich muss sagen, die ganz unten rechts finde ich noch spannend, weil ich die Glitzer spannend finde, weil die ja noch so ein bisschen in dieses bärige, movige gehen. Da finde ich es dann wieder gut. Nur auf die Lippen nicht, naja gut. Aber die finde ich auf jeden Fall sehr schön und ich muss auch sagen, die sehen in den Swatches sehr schön aus. Hätte ich nicht schon so viel Make-up, wäre es nicht Shipping, wäre das definitiv ein Buy for me. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich irgendwen, der sowieso bei Colourpop bestellen wird. Girls? Hello? Anybody? Leave it in the comments down below. Schreibt es mir gerne entweder hier in die Kommentare oder gerne auf Instagram. Wenn ihr da was bestellt, hit me up. Ich bin interessiert. Eine Sache, bei der ich auch tatsächlich sehr interessiert bin, die es leider ja immer noch nicht in Deutschland gibt, ist mal wieder Rare Beauty. Es gibt eine neue Palette und ich muss ja sagen, das ist ja so ein Ding, irgendwie man muss die Pan Shade lieben oder hassen. Ich glaube, irgendwas dazwischen gibt es nicht. Ich finde, es sieht super, super schön aus. Ich glaube, es ist unpraktisch irgendwie, aber es sieht super schön aus. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Palette heißt. The Discovery heißt die Palette. Ich habe auch schon die Kommentare hier gelesen, die sind etwas gemischt, sage ich mal. Das ist nämlich auch dieses Pan-Ding. Einige lieben es, einige hassen es. Ich finde es irgendwie schön. Ich finde auch die Shades schön. Manche meinen, es ist eine Herbstpalette. Irgendwie finde ich das nicht. Ich finde, für mich ist das eine Frühlingspalette, gerade durch dieses Gold und dieses Bronzy in der Mitte, dieses Lachs an links und auch dieses leicht movige. Ich finde, das ist definitiv zu pastell und fröhlich dafür, dass es eine Herbstpalette ist. Ich finde das definitiv für die Jahreszeit sehr gut geeignet. Ich finde die auch super schön, aber gibt es halt nach wie vor leider nicht in Deutschland. Ich hoffe, dass es ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, 2021 oder 2022 sollte das ja passieren. Schauen wir mal, ob das jetzt durch die liebe Corinna auch passieren wird. Ich würde das definitiv dann gerne mal ausprobieren, weil ich da sehr, sehr viel, sehr Gutes gehört habe. Und ich finde, es sieht auch sehr, sehr schön einfach aus. Das ist ja auch eher so High-End. Das ist aber auch wieder dieses Ding, was nicht so krass Knall, Boom, Bang macht, aber schon ein bisschen verarbeitet und nicht komplett langweilig ist. Die Texturen sind auch eigentlich sehr vielversprechend, finde ich persönlich. Die Palette kostet jetzt, bin gerade irritiert. Moment. Die Palette kostet 29 Dollar, das sind so 24 Euro ungefähr, finde ich definitiv okay. Es sind 7 Shades, 3 Matte, 3 Schimmer und ein gepresstes Glitter. Das hat dieses große in der Mitte, das siehst du. Da bin ich natürlich interessiert, wie das gepresste Glitter hält. Das habe ich ja mit den BH-Paletten so ein bisschen in den Kriegsfuß, dieses gepresste Glitter, was so ein Advertisement mit drin hat. Das bröselt bei mir sehr gerne runter und dann ist das ein bisschen eine Sauerei. I don't know. Es ist tatsächlich nicht nur die Palette, die da neu ist. Es gibt auch noch einen Eye Primer und einen Gesichtsprimer. Ja, gut, ist halt Eye Primer und Face Primer. Das ist wahrscheinlich so ein Geliger, würde ich mal vermuten. Ja, genau, so ein Geliger, der halt wieder blurrt, also die Poren so ein bisschen verfeinert.
und die Linien und alles ein bisschen hübsch macht. Soll tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen mattieren. Aber auch Feuchtigkeitsspender sein. Auf jeden Fall ein interessantes Versprechen. Ja, mehr gibt es, wie gesagt, es ist halt Primer, damit kann man halt so nichts viel sagen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Auf jeden Fall spannend, kann ich nicht ausprobieren. Ich würde es gerne buyen, aber es ist ein Buy, weil sehr schwierig zu bekommen tatsächlich. Jetzt kommen wir wieder zu einer Sache, die auch schwierig zu bekommen ist, aber tatsächlich auf eine andere Art und Weise. Es geht nämlich um den Skin Realist von Nabla. Das ist so eine Art Skin Tint auch wieder, der aktuell tatsächlich relativ stark gehypt ist. Dementsprechend ist er schwierig zu bekommen. Es gibt nicht so viele Farben, das finde ich ein bisschen doof. Und die ganz hellen Farben waren aktuell leider komplett ausverkauft. Sonst hätte ich das wahrscheinlich in einem schwachen Moment schon gekauft, um es auszuprobieren. Weil das sieht sehr, sehr schön aus und ich habe da sehr, sehr viel Gutes von gehört. Es ist auch natürlich wieder Feuchtigkeitsspende. Es ist wieder aufbaubar. Es ist halt alles klassisch, was eine schöne, leichtdeckende Foundation können sollte. Beziehungsweise sie ist, glaube ich, gar nicht so leichtdeckend und ist sehr stark aufbaubar. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Auch so hier vom Swatch. Es gibt halt nur 7 Farben. Das finde ich schwierig. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Shade. Trotzdem dafür, dass es nur 7 Farben gibt. Ich sehe, es ist nicht gelb. Nein, ich wollte sagen, es ist nicht rosa. Es ist sehr gelb tatsächlich in den hellen Tönen. Und es gibt auch relativ einen sehr, doch relativ dunklen Ton und auch eine Mischung von Tönen. Also klar, in die Dark-Richtung könnte da mehr sein, aber dafür, dass es 7 Shades sind, ist es, denke ich, doch relativ inclusive, würde ich mal behaupten. Ich möchte es wirklich irgendwann mal ausprobieren. Die sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Werden wir mal sehen. Die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir einmal ganz kurz zu einer Sache, die absolut eigentlich hier keinen Sinn macht, wirklich, weil wir die hier niemals bekommen werden. Aber ich fand die so großartig und ich musste an eine meiner Freundinnen denken, falls sie das sehen sollte. Ich glaube, du wirst wissen, wen ich meine. Du wirst dich angesprochen fühlen. Es geht nämlich um diese Collection von Wet n Wild. Die gibt es bei uns zwar, die mag an sich schon, aber diese Collection wird halt wahrscheinlich niemals bei uns ankommen. Aber es ist einfach eine SpongeBob Collection. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ist einfach iconic. Das ist 12 out of 10. Es ist einfach so cool. Ich liebe alles daran. Ich liebe diesen Schwammhalter. Ich liebe die Schwämme. Ich liebe die Paletten mit diesem ganzen Pressing. Und es ist einfach so liebevoll irgendwie und so cool. Ich finde es so witzig. Again, I love it. Es ist einfach geil. Ich weiß nicht warum. Ich finde es cool. Ich bin gar nicht so der krasseste SpongeBob-Fan, aber ich finde es einfach irgendwie mega. Die Farben sind cool. Alles, was es dazu gibt, ist einfach fun. Es ist einfach fun. Ich sehe es einfach nur und ich muss lachen und ich finde es einfach toll. Und ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass es niemals zu uns herkommt, weil sonst hätte ich das dieser einen speziellen Freundin garantiert was davon zum Geburtstag geschickt. Einfach nur damit, just because, you know, it's amazing. Okay, gut. Hätten wir auch dieses dämliche, doch sehr lustige Thema ein bisschen abgeschlossen. Jetzt mal ganz kurz gucken, was habe ich denn jetzt hier noch? Oh, jetzt kommen wir zu einer Marke, die ich sehr, sehr doll liebe. Und zwar Ofra. Jetzt kommen wir zu einer Palette mit einer anscheinend Influencerin, die ich gar nicht kannte, was ja nicht unbedingt was heißt, weil America. Und zwar ist es Samantha March von March Beauty World. Ich guck gerade, was macht sie denn? Sie macht schon sehr, ja, sie macht schon so sehr klassisches Beauty-Make-up, aber sehr hübsch. Ja, und auch, oh ja, doch Farbe. Mhm. Ist auch schon so eher die High-End-Maus. Obwohl, ne, nicht unbedingt. Die ist auch Elf und Colourpop. Ja, ach, schon doch sehr, sehr hübsch. Wow. Auf jeden Fall hat sie eine Kollektion mit Ofra zusammen gemacht. Das ist super. Beziehungsweise, was heißt eine Collection? Es gibt eine Palette und ein Lipgloss-Trio. Und ich muss sagen, ich finde es wunderschön. Ich finde die Idee toll. Ich finde die Farben schön. Ich denke mal, das wird bei ihr wahrscheinlich irgendwie so die Lieblingsfarbe, die lila Richtung sein, würde ich jetzt mal vermuten, weil es sehr, sehr ins Movig-Lilane geht, was die Lidschatten oben angeht. Es sind ja 8 Lidschatten einmal in der Palette oben und dann sind unten ein Highlighter-Ton in der Mitte, ein Blush, ein glänzendes, links und rechts ein Bronzer. Ich finde das super schön. Ich finde die andere Ordnung ein bisschen komisch. Also das ist der Highlighter so ein bisschen oben ist und das andere, weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen, aber ich finde es sehr, sehr schön. Definitiv. Und ich liebe Ofra, die Highlighter. Oh mein Gott, I can't. Ich gucke gerade, was kostest du denn? Du kostest $39. Also die Palette mit den Highlighter, Bronzer und Blush, das ist ja eins. Das kostet $39. Das sind 32 Euro ungefähr. Für Ofra absolut okay. Also ich glaube, ein Ofra Highlighter kostet ja auch irgendwie $35. Also das Full-Size-Produkt. Das sind ja diese kleinen, die kosten, glaube ich, 25 oder so. Dafür ist das definitiv ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und sie hat halt Glosse passend zu Highlighter, Bronzer und Blush im Prinzip.
dazu gemacht. Also es gibt so ein silberglänzendes Gloss, ein rosanes Gloss und so ein braunes Gloss. Und das sieht einfach super harmonisch zu den Highlighter-Shades und zu der ganzen Kollektion aus. Ich finde das super schön, super durchdacht. Also big chapeau on you, Samantha March. I love it, it's so pretty. Das Trio kostet $29. Das finde ich jetzt tatsächlich relativ viel dann im Vergleich zu der Palette, weil ich irgendwie finde, dass eine Palette immer eine andere Wertigkeit irgendwie hat als Lipgloss. Ich bin da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen. Aber die Glosse kosten halt $29, das Trio, und das sind dann 24 Euro. Das finde ich ist schon dann eher ein krasserer Preis als bei der Palette. Das ist einfach irgendwie so meine persönliche Empfindung. Da wäre ich dann eher interessiert, die Palette zu kaufen, als an den Lipglossen. Aber ich bin halt immer interessiert an Paletten, was soll ich sagen? Aber ich finde auch das ganze Packaging von außen so unglaublich süß. Aber ich finde irgendwie, dass das Packaging irgendwie nicht so ganz krass zu Overall passt. Aber letztendlich passt es wahrscheinlich dann zu Samantha eher. Das ist schon sehr süß. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Spiegel hat. Weil halt oben sehr, sehr viel Platz dadurch einfach in der Palette ist. Und ich finde, da fehlt irgendwie. Also es hätte definitiv da oben einen Spiegel reingekommen. Das hätte ich schön gefunden. Weil dann wäre es halt auch das perfekte Travel-Ding gewesen. Du hast halt Lidschatten, du hast einen Bronzer, du hast einen Highlighter, du hast einen Blush. Viel mehr brauchst du halt dann gar nicht. Oh, aber ich bräuchte Licht. Ja, anscheinend war mein eines Licht nicht eingestopft richtig und dann war der Akku leer. Ach, klasse. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Auf jeden Fall, Spiegel hätte ich schön gefunden, weil dann wäre es ein perfektes Travel-Size-Ding gewesen. Dann hätte es einfach perfekt alles auf einem Platz gehabt. Warum das jetzt nicht gemacht wurde, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ja, viele sagen dann immer, ja, man hat ja meistens schon Spiegel, aber gerade bei so einem Produkt hätte ich das super sinnvoll gefunden. Aber es ist auf jeden Fall schön. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es das bei uns geben wird. Aber es wäre definitiv Überlegung für mich, das dann mal zu kaufen, weil, wie gesagt, ich liebe Ofra. Ich finde die Farben sehr schön. Aber ich finde auch, dass die Varianz da ein bisschen fehlt, tatsächlich in den lila Tönen. Zumindest so, wie das jetzt hier gerade aussieht. Ich finde schon, dass die sich doch relativ stark ähneln. Gerade so diese helleren, mauvigen Töne sind für mich ein bisschen zu ähnlich. Das finde ich ein bisschen. Ich hätte halt einfach gerne eine größere Abstufung gehabt. Wenn du schon 8 Farben hast, dann müssen nicht so 3 fast das gleiche sein. Das finde ich irgendwie blöd. Aber es ist sehr hübsch. Ist übrigens die Life's a Draft Mini Mix Palette. Das ist der Name für die Palette. Und die Lipgloss haben auch einen sehr lustigen Namen. Das sind die Hashtag Sam Squad Lip Trio. Finde ich sehr lustig. Und ich denke mal, dass auch die Namen der Glosse wahrscheinlich in der Community eine spezielle Bedeutung haben. Das Pinke heißt Peony. Ich schätze mal, dass das wahrscheinlich irgendwie noch mehr Bedeutung hat als die eigentliche Bedeutung. Dann das Neutrale, also was heißt Neutrale? Dieses Orange-Beige ist Queen und dieses Pearly White, dieses sehr glitzerige Weiß ist Millie. Ich denke mal, das wird irgendeine Bedeutung haben. Ist auf jeden Fall super schön und ja, congrats Samantha, it's pretty. I love it. So, und last but definitely not least gibt es mal wieder was Neues von Melt. Und ich kann gar nicht sagen, wie cool ich einfach finde, dass das aussieht. Ich finde, das hat echt richtig was. Das ist richtig so eine smoky, grungy Palette. Die heißt Mary Jane. Und ich finde, die sieht super, super schön aus. Die sieht richtig klasse, smoky, richtig, richtig hübsch aus. Aber die hat halt auch einen stolzen Preis. Wir sind da bei $58 für die Palette. Sind 2, 4, 6, 8, 10 Lidschatten. Ich glaube, die Hälfte davon ist matt und die andere eher nicht ganz. Es sind 1, 2, 3. Ja, es sind tatsächlich nur 4 matte Shades und 6 Glitter Shades. Aber es sieht schon sehr schön aus. Es ist wirklich sehr, sehr grungy. Ich liebe es. Ach, geil. Aber $58, ne? $58, das sind 48 Euro. Das ist schon sehr, sehr viel. Da sind wir in der Preisregion von Urban Decay. Von der Formel Palettes und auch. Sieht sich schon doch ein bisschen ähnlich dafür, außer dass sie halt mal wieder dieses Pressing mit den Blättern da drin dazu haben. Und dann gibt es halt noch so drei grobe Glitter. Ich sag das mal dreimal schnell hintereinander. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Dachte ich mir. Die Glitter finde ich auch, sehen sehr, sehr schön aus. Die sind auch nicht nur Glitter irgendwie, die haben auch noch so eine farbige Base so ein bisschen drunter. Kostet auch so ein Glitterpot natürlich mal wieder einfach so $19. Das sind dann auch nochmal 15 Euro für so ein Glitterpot. Finde ich dann noch relativ viel. Dafür, dass ich diese Glitterdinger sowieso nicht so gerne mag. Was soll ich sagen? Also diese ganze PA-Box, die es dazu gibt, die finde ich sieht super schön und cool aus. Oh, mit diesem Smoke da. Ich liebe es. Ich liebe es. Was ich daran nicht so ganz liebe, ist dann von dieser PA-Box der Preis. Das sind dann nochmal so 110 Euro, $135 nämlich. Nope.
Autsch, das tut schon ein bisschen sehr weh in meinem Geldbeutel und der schreit, tu es nicht. Dementsprechend werde ich es nicht tun, aber ich finde sie sehr schön. Ja, sie ist auch wieder nude, ne? Aber sie ist geil. Irgendwie sieht sie geil aus. Aber ganz ehrlich, wann trage ich Smokey Eyes? Ich hätte es gerne, aber ich brauche es nicht. Weißt du, mein Sammlerherz ist immer so, kipp, 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 kipp. Nein. We don't need it. I want it when we don't need it. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich eher ein zweiter Teil, als einfach, ich hänge es doch an den ersten Teil mit dran. Dementsprechend wird das hier wahrscheinlich dann später kommen als der letzte Teil. Aber Glückwunsch, wir haben es geschafft. Wir haben den März und den April im Prinzip aufgeholt, hoffe ich. Sollte irgendwas fehlen. So, ich habe in der Tat was vergessen. Und zwar eine Sache, die ich auf keinen Fall unbemerkt lassen möchte. Und zwar diese wunderschönen 7 Liquid Eyeshadows in Duochrome Metallic von Lethal Cosmetics. Eine relativ, nicht mehr so kleine Brand aus Berlin, die auch produziert wird, die vegan und cruelty-free ist und hat einfach diese Babys geschaffen. Und ich finde die so wunderschön. Es sind 7 Shades und ich finde sie alle wirklich wunderschön. Besonders finde ich diese 2 blauen interessant und diesen gelb-grün alles. Der ist auch mega, mega schön. Und da werde ich bestimmt irgendwann mal 1, 2 von bestellen. Die sind leider auch nicht ganz günstig. Einer kostet 21 Euro. Aber wie gesagt, vegan und cruelty-free ist eine Indie-Brand aus Berlin. Also das kann man definitiv mal unterstützen. Und da weiß man auf jeden Fall, da habe ich einige Produkte von denen mittlerweile, die ich sehr, sehr toll finde. Und da kriegst du auf jeden Fall was für dein Geld. Und da wirst du nicht enttäuscht. Okay, that's it. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir sonst gerne auch bei Instagram. Und wenn ihr schon da seid, dürft ihr gerne ein Abonnement, ein Like da lassen. Das würde mich natürlich freuen. Da kommt natürlich auch mehr Content als hier, beziehungsweise öfter in der Woche. Ist klar, weil YouTube ist natürlich ein größerer Aufwand als ein Instagram-Look. Habe ich jetzt irgendwie damit geschädigt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, vielen Dank, wenn ihr bis dahin zugeschaut habt. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Daumen dazu. Abo hier natürlich auch sehr gerne. Fühlt euch zu nichts gezwungen, aber es unterstützt mich und es motiviert mich auch sehr stark. Ich glaube, jetzt habe ich genug für mich selbst Werbung gemacht. Bevor es jetzt hier unangenehm wird, wünsche ich noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit und bis bald, ihr Lieben. Bye. Oh mein Gott, meine Stimme ist weg. Ach, klasse, dass ich noch später arbeiten muss. Das wird super funktionieren.